Die Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz in Berlin 1925. In ihr Tagebuch schreibt sie die Goethe-Worte: Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken. Ich möchte sagen, dass ich in diesen Jahren Vater und Großvater in mir fühlte. Den Vater in unmittelbarer Nähe, weil er für mich der Hinüberführer zum Sozialismus war. Sozialismus verstanden als ersehnte Bruderschaft der Menschheit. Hinter ihm stand der Großvater, der religiöse Mensch. Bis heute weiß ich nicht, ob die Kraft, die meine Arbeiten hervorgebracht hat, etwas ist, was mit Religion verwandt ist oder gar sie ist. Die Künstlerin wurde am 8. Juli 1867 in Königsberg geboren. Ihre Eltern fördern ihre Begabung. Mit 23 Jahren heiratet sie ihren Jugendfreund Dr. Karl Kollwitz. Er ist Kassenarzt im Norden Berlins. Hier erlebt die junge Frau das soziale Elend der Arbeiterfamilien. 1893, ein großes Ereignis fiel in diese Zeit. Die Uraufführung der Hauptmannschen Weber an der Freien Bühne. Diese Aufführung bedeutete einen Markstein in meiner Entwicklung. 4 Jahre arbeitet sie an der grafischen Folge Der Weberaufstand. Von da ab zählte ich mit einem Schlag in die vordere Reihe der Künstler. Die Themen Mutter und Kind, Abschied und Tod beschäftigen sie ihr Leben lang. Sie schreibt vom Schrei der Niobe um ihre Kinder. Sie selbst hat 2 Söhne. 1914 erlebt sie den größten Schmerz ihres Lebens. Ihr jüngster Sohn Peter fällt. In einem langen, qualvollen Prozess begreift sie, dass sein Opfertod für das Vaterland sinnlos gewesen war. ...1923 beendet sie die Holzschnittfolge Krieg. Ich soll das Leiden der Menschen, das nie ein Ende nimmt, das jetzt Berge groß ist, aussprechen. Freilich, reine Kunst ist meine Kunst nicht. Aber Kunst doch. Jeder arbeitet, wie er kann. Ich bin einverstanden, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind. Käthe Kollwitz fühlt sich früh alt, oft hat sie Depressionen. Sie rettet sich durch ihre Arbeit. Ihrem toten Sohn hatte sie versprochen, ihm und den anderen jungen Kriegstoten ein Denkmal zu errichten. Mit langen Unterbrechungen, geplagt von Zweifeln an ihrem Können, arbeitet sie 17 Jahre daran. Beim Werk Ernst Barlachs holt sie sich künstlerischen Rat und innere Kraft. 1932 ist das Denkmal vollendet. Auf dem Soldatenfriedhof Roggefelde in Belgien werden die trauernden Eltern aufgestellt. Ich stand vor der Frau, sah ihr mein eigenes Gesicht, weinte und streichelte ihr die Backen. Der Karl stand dicht hinter mir. Wie waren wir da zusammen? Ein halbes Jahr später sind die Nationalsozialisten an der Macht. Weil Käthe Kollwitz einen Aufruf zur Einigung der Linksparteien unterschrieben hatte, muss sie die Preußische Akademie der Künste verlassen. Dort hatte sie die Meisterklasse für Grafik geleitet. Um sie herum wird es einsam. 1940 stirbt ihr Mann. Im Krieg 1941 schreibt sie: Ich beschließe noch einmal, zum dritten Mal dasselbe Thema aufzunehmen. Das ist nun einmal mein Testament. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Diese Forderung ist wie nie wieder Krieg. Kein sehnsüchtiger Wunsch, sondern Gebot, Forderung. Sie wollte immer einen Menschen zeichnen, der das Leid der Welt sieht. Und es entsteht immer wieder ihr eigenes Porträt, die Seherin. Wenige Tage vor Kriegsende, am 18. April 1945, stirbt Käthe Kollwitz. Bühne. Diese Aufführung bedeutete einen Markstein in meiner Entwicklung. 4 Jahre arbeitet sie an der grafischen Folge Der Weberaufstand.
Von da ab zählte ich mit einem Schlag in die vordere Reihe der Künstler. Die Themen Mutter und Kind, Abschied und Tod beschäftigen sie ihr Leben lang. Sie schreibt vom Schrei der Niobe um ihre Kinder. Sie selbst hat zwei Söhne. 1914 erlebt sie den größten Schmerz ihres Lebens. Ihr jüngster Sohn Peter fällt. In einem langen, qualvollen Prozess begreift sie, dass sein Opfertod für das Vaterland sinnlos gewesen war. ...1923 beendet sie die Holzschnittfolge Krieg. Ich soll das Leiden der Menschen, das nie ein Ende nimmt, das jetzt Berge groß ist, aussprechen. Freilich, reine Kunst ist meine Kunst nicht. Aber Kunst doch. Jeder arbeitet, wie er kann. Ich bin einverstanden, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind. Käthe Kollwitz fühlt sich früh alt, oft hat sie Depressionen. Sie rettet sich durch ihre Arbeit. Ihrem toten Sohn hatte sie versprochen, ihm und den anderen jungen Kriegstoten ein Denkmal zu errichten. Mit langen Unterbrechungen, geplagt von Zweifeln an ihrem Können, arbeitet sie 17 Jahre daran. Beim Werk Ernst Barlachs holt sie sich künstlerischen Rat und innere Kraft. 1932 ist das Denkmal vollendet. Auf dem Soldatenfriedhof Roggefelde in Belgien werden die trauernden Eltern aufgestellt. Ich stand vor der Frau, sah ihr mein eigenes Gesicht, weinte und streichelte ihr die Backen. Der Karl stand dicht hinter mir. Wie waren wir da zusammen? Ein halbes Jahr später sind die Nationalsozialisten an der Macht. Weil Käthe Kollwitz einen Aufruf zur Einigung der Linksparteien unterschrieben hatte, muss sie die Preußische Akademie der Künste verlassen. Dort hatte sie die Meisterklasse für Grafik geleitet. Um sie herum wird es einsam. 1940 stirbt ihr Mann. Im Krieg 1941 schreibt sie: Ich beschließe noch einmal, zum dritten Mal dasselbe Thema aufzunehmen. Das ist nun einmal mein Testament. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Diese Forderung ist wie nie wieder Krieg. Kein sehnsüchtiger Wunsch, sondern Gebot, Forderung. Sie wollte immer einen Menschen zeichnen, der das Leid der Welt sieht. Werbung. Mit 23 Jahren heiratet sie ihren Jugendfreund Dr. Karl Kollwitz. Er ist Kassenarzt im Norden Berlins. Hier erlebt die junge Frau das soziale Elend der Arbeiterfamilien. 1893. Ein großes Ereignis fiel in diese Zeit. Die Uraufführung der Hauptmannschen Weber an der Freien Bühne. Diese Aufführung bedeutete einen Markstein in meiner Entwicklung. 4 Jahre arbeitet sie an der grafischen Folge Der Weberaufstand. Von da ab zählte ich mit einem Schlag in die vordere Reihe der Künstler. Die Themen Mutter und Kind, Abschied und Tod beschäftigen sie ihr Leben lang. Sie schreibt vom Schrei der Niobe um ihre Kinder. Sie selbst hat zwei Söhne. 1914 erlebt sie den größten Schmerz ihres Lebens. Ihr jüngster Sohn Peter fällt. In einem langen, qualvollen Prozess begreift sie, dass sein Opfertod für das Vaterland sinnlos gewesen war. ...1923 beendet sie die Holzschnittfolge Krieg. Ich soll das Leiden der Menschen, das nie ein Ende nimmt, das jetzt Berge groß ist, aussprechen. Freilich, reine Kunst ist meine Kunst nicht. Aber Kunst doch. Jeder arbeitet, wie er kann. Ich bin einverstanden, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind. Käthe Kollwitz fühlt sich früh alt, oft hat sie Depressionen. Sie rettet sich durch ihre Arbeit. Ihrem toten Sohn hatte sie versprochen, ihm und den anderen jungen Kriegstoten ein Denkmal zu errichten. Mit langen Unterbrechungen, geplagt von Zweifeln an ihrem Können, arbeitet sie 17 Jahre daran. Beim Werk Ernst Barlachs holt sie sich künstlerischen Rat und innere Kraft. 1932 ist das Denkmal vollendet.
Auf dem Soldatenfriedhof Rockefelde in Belgien werden die trauernden Eltern aufgestellt. Ich stand vor der Frau, sah ihr mein eigenes Gesicht, weinte und streichelte ihr die Backen. Der Karl stand dicht hinter mir. Wie waren wir da zusammen? Ein halbes Jahr später sind die Nationalsozialisten an der Macht. Weil Käthe Kollwitz einen Aufruf zur Einigung der Linksparteien unterschrieben hatte, muss sie die Preußische Akademie der Künste verlassen. Dort hatte sie die Meisterklasse für Grafik geleitet. Um sie herum wird es einsam. 1940 stirbt ihr Mann. Im Krieg 1941 schreibt sie: Ich beschließe noch einmal, zum dritten Mal dasselbe Thema aufzunehmen –